Herzlich willkommen im Seehotel Brandenburg an der Havel. Von dort aus melde ich mich und möchte euch, wie schon gewohnt, unser Hotel kurz vorstellen. An meiner Seite heute mal nicht der Direktor des Hauses, der steht hinter der Kamera, sondern unsere Rezeptionschefin, die Sabrina Gerlach. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung heute für unser Video. Ich freue mich, dabei zu sein, und wir möchten euch heute gerne mal unser Hotel etwas näher bringen. Und falls ihr euch fragt, warum steht heute die Sabrina Gerlach hier an meiner Seite und eben nicht der Direktor René Ebig, das ist ganz einfach. Wir beide, also der René und meine Wenigkeit, sind Sachsen, und ich wollte wirklich jemand aus Brandenburg haben, der auch ein bisschen den Dialekt rüberbringt. Wir Sachsen sagen immer eine Brandenburger Schnauze, wollen genau. Wir mal hören. Urbrandenburger. Ja, ohne dass das, wie soll ich sagen, abwertend klingt, das ist halt so. Das ist meine Heimat. Genau. Sabrina, wir haben eins der größten Hotels hier unserer Kette. Mhm. Mit wie vielen Zimmern? Wir haben bei uns 82 Zimmer, darunter verschiedene Zimmerkategorien, von kleinen Doppelzimmern über die Junior-Suiten und Familienzimmern zum Balkonzimmer. Also 82 Zimmer verschiedenster Kategorien, verteilt über 3 Etagen, inklusive eines wundervollen Restaurants und 2 tollen Seeterrassen. Also eines der größten Hotels bei uns. René, dich würde ich mal bitten, einfach mal nach rechts zu schwenken, weil da sehen wir nämlich eine Steganlage. Sabrina, was können die Gäste hier machen? Also bei den Gästen setzen sich keine Grenzen bei uns. Sie können zum einen eine Rundfahrt mit der Havel Lady machen. Das ist unser Fahrgastschiff, was gerade eben im Bild gezeigt worden ist. Da machen wir mehrmals die Woche eine Rundfahrt für unsere Gäste, wird auch super oft gebucht. Da gibt es eine Fahrt über den wundervollen Beetsee, an dem wir uns hier befinden, durch die Stadt Brandenburg. Die Sehenswürdigkeiten werden dort alle wundervoll erklärt. Und dann geht es nach einer 2-stündigen Tour zurück zu uns zum Hotel. Tretboote kann man ausleihen, und ich habe auch gesehen, ganz neu, das kannte ich selber noch nicht, Stand-up-Paddle. Ja, das machen ja auch sehr viele Gäste. Also das ist jetzt super modern. Die Nachfrage ist dort sehr hoch bei den Stand-up-Paddeln, genauso aber wie auch bei den Tretbooten für die Familien, sich das alles anbietet bei uns, weil man eben alles gleich vor der Tür hat. Ne? Wir haben ja auch liegen einen kleinen Sandstrand. Das heißt, bei schönem Wetter, wie das zum Beispiel gestern der Fall war, können unsere Gäste auch hier direkt baden. Ja, wir haben eine Badestelle, genau. Heute ist das Wetter schlecht. Ich habe gesehen, du hattest unheimlich viel Andrang an deiner Rezeption. Was machen die Gäste bei so einem Naja-Wetter? Also zum Glück ist der Tag dann nicht gleich komplett dahingestellt, sondern es gibt hier in der Region bei uns auch ganz viele andere Möglichkeiten, die Tage auch bei nicht so schönem Wetter zu verbringen. Zum einen bietet sich das ja in Brandenburg an. Wir haben ganz viele Wasserwege hier bei uns. Man kann auch in der Stadt wundervoll am Ufer spazieren gehen, sich die verschiedenen Sehenswürdigkeiten anschauen. Wir haben auch viele Museen hier bei uns in Brandenburg, unter anderem das Industriemuseum, wo man sich alles über die Stahlproduktion anschauen kann. Oder auch das Archäologische Landesmuseum hier in Brandenburg. Da gibt es viele Fundstücke aus der Region. Andernfalls, wer sagt, ein Museum ist trotzdem nicht unser Ding. Wir hatten auch heute bei dem Wetter viele Fahrradfahrer, die dann doch mal den Rundfahrtweg starten bei uns. Wir sind ja direkt an dem Storchenrad- und Wanderweg. Führt einmal um den ganzen BC rum. Das Ganze sind 36 Kilometer. Und wer bei uns zu Gast war, muss diesen Weg auch mal gefahren sein. Und ganz toll, ich habe dann der Sabrina auch mit ausgeholfen an der Rezeption, als ich das 2-3 Mal von ihr gehört habe. Also wir sollten auch darauf hinweisen, dass man von hier in einem Halbstundentakt von Brandenburg Bahnhof nach Potsdam und Berlin ausschwärmen kann. Genau, also die Zuganbindung ist einmalig. Man steigt in Brandenburg ein, fährt gleich durch, wie Sie sagen, im halben Stundentakt. 2-mal die Stunde fahren die Züge. Man braucht nicht lange, hat wirklich Potsdam und die Landeshauptstadt Berlin. Alles hier in unmittelbarer Nähe. Also auch hier ein idealer Ausgangspunkt, die Umgebung zu erkunden, genau. Große Städte zu besuchen, auch bei schlechtem Wetter, würde ich mal sagen. Ja. Unsere Angebote zu dem Hotel finden Sie unter www.trafto-hotels.de. Und eine ganz wichtige Sache muss ich noch sagen, und zwar für alle Gäste, die mit dem Auto anreisen. Ja? Ich glaube, dieses Hotel in unserer Kette ist eines, was gefährdet ist, fast vermint von Blitzern in Brandenburg und auf den Weg dahin. Also liebe Gäste, fahrt langsam, schont eure Urlaubskasse, ja, gebt das Geld lieber für euren Urlaub oder bei uns aus.
Und das war noch ein gut gemeinter Hinweis. Ansonsten sagen wir erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.